Hallo an alle Gartenfreunde und herzlich willkommen im bunten Nutzgarten und zum nächsten Video. Heute mal zu einem der größten Erfolge in diesem Jahr. Zu einer Kürbissorte, die ich bisher noch nie angebaut habe. Die heißt, ich hoffe, ich spreche es jetzt nicht falsch aus, Trombetta di Albenga. Das ist so eine Art Butternut, eine Art Riesenbutternut. Wir gucken uns den jetzt mal von nahem gleich an. Aber so viel vorweg, der Ertrag ist unfassbar hoch. Die Pflanzen waren bis vor kurzem wirklich top gesunden, das obwohl der August so nass war wie seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Und die Früchte sehen einfach wunderbar aus, sind richtig groß. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Hier hätten wir mal zwei solche Vertreter. Das hier ist wirklich nur ein einziger Kürbis. Der hat hier seinen Stiel und geht dann hier einmal rundum nach unten und hier wieder hoch. Also das ist wirklich allein ein Kürbis schon eine sehr große Ernte. Das ist eigentlich kein klassischer Riesenkürbis, aber trotzdem im Verhältnis muss ich sagen, ein sehr, sehr großer Kürbis. Und da sind noch so einige mehr hier drin. Teilweise sind sie von der Form auch etwas einfacher als der andere, wie der hier oder auch der hier. Ich habe insgesamt drei Pflanzen und ich habe jetzt bisher ungefähr 16, 17 schon fast fertige Kürbisse gezählt. Also das ist wirklich ein sehr, sehr großer Ertrag an nur wenigen Pflanzen. Und es kommen auch immer wieder Frische nach. Hier an diesen noch grün-weiß gestreiften Früchten. Das sind unreife Früchte, aber auch die kann man wohl schon verzehren. Das habe ich bisher jetzt noch nicht gemacht. Und praktisch so verwenden wie Zucchini. Aber generell sind Speisekürbisse eigentlich auch im unreifen Zustand nicht giftig. Also soweit ich weiß, kann man die eigentlich alle auch essen, bevor sie reif sind. Sollte jetzt bei dem eigentlich auch der Fall sein. Das habe ich jetzt, wie gesagt, noch nicht probiert. Ich werde jetzt einfach mal einen ernten und dann schauen wir uns das Ganze von innen an. Ich meine, das hier müsste der älteste sein. Der erste. Macht rein optisch auf jeden Fall schon mal was her. Hat auch fast schon was von so einem Zierkürbis, muss ich sagen. Also den kann ich mir auch gut vorstellen, an Halloween irgendwo in die Wohnung zu legen. Aber vor allen Dingen ist hier, halt der Vorteil von Butternut-Kürbissen und der ist mir als Riesen-Butternut verkauft worden, was finde ich auch Sinn macht, ist der Vorteil, dass nur hier vorne die Kerne drin sein sollten und der Rest sollte reines Fruchtfleisch sein. Das sehen wir jetzt, wenn wir mal aufschneiden. Ist bei mir jetzt auch das erste Mal. Und hier jetzt mal aufgeschnitten. Hier ist wie gesagt Kerngehäuse und der Rest ist komplettes Fruchtfleisch, festes Fruchtfleisch, ähnlich wie bei einem Butternut auch, wo auch nur hier im unteren Bereich die Kerne sitzen und der Rest das feste Fruchtfleisch ist. Ist gerade, wenn man das Fruchtfleisch verwenden will, muss ich sagen, eine Kürbissorte, Butternuts generell oder auch jetzt dieser Riesen-Butternut, die sich, finde ich, deutlich besser eignen als Hokkaido-Kürbis, wo fast der ganze Kürbis eben nur aus dem Kerngehäuse besteht. Also ich muss wirklich sagen, das ist mal so eine Sorte, toller Ertrag, am Ende auch wirklich richtig schöne Früchte. Also da kann man einiges rausholen. Ich würde den jetzt, also ich habe den nur fürs Video mal aufgeschnitten, normalerweise beim Verwenden würde ich ihn einfach schälen und dann klein schneiden. Und dann hat man eben hier dieses ganze Stück, wo keine Kerne drin sind, was ich wirklich für ideal halte, ob man jetzt Ofengemüse draus machen will, Kürbisgemüse oder was auch immer. Muss ich sagen, ist das eine super Sache. Und vor allem, wenn ich jetzt hier an die noch größeren Varianten denke, da ist wirklich hier oben dieses komplette Stück reines Fruchtfleisch. Also besser geht es eigentlich gar nicht. Da sind dann auch nur hier unten in diesem Bereich die Kerne. Also das ist wirklich ideal. Also da muss ich echt sagen, das ist eine Sorte, die hat sich sowas von rentiert. Ist auch eine samenfeste Sorte. In der Theorie könnte man da jetzt auch selbst Saatgut nehmen und die vermehren. Mache ich aber grundsätzlich nicht bei Kürbisgewächsen erst recht nicht, weil die sich sehr schnell verkreuzen können. Sollte hier mal irgendwo ein Zierkürbis in der Nachbarschaft stehen, was ich nicht ausschließen kann. Deshalb mache ich das nicht. Aber es ist wie gesagt eine samenfeste Sorte. Also theoretisch ginge das, wenn man das richtig angeht. Ich würde es aber wie gesagt nicht empfehlen, aber in der Theorie ist es möglich. Keine Hybridsorte in dem Fall. Und ich muss auch sagen, die Pflanzen waren lange gesund und das in diesem Jahr, wo es wirklich so lange nass war. Also ich bin echt begeistert. Die Sorte wird es nächstes Jahr bei mir auf jeden Fall wieder geben.
Und an alle von euch, die gerne Butternut-Kürbisse mögen, probiert die Sorte Trombetta di Alvenga auf jeden Fall mal aus, kann ich absolut empfehlen. Ganz tolle Sorte. Dann bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen, auch bei dem etwas kürzeren Video jetzt. Abonnieren nicht vergessen, Like-Button drücken, bei Fragen rein damit in die Kommentare. Folgt mir auch gerne auf Instagram, bunter.nutzgarten, für jeden Tag neue Updates hier aus dem Garten, zu Kürbissen und was auch immer. Und bis zum nächsten Video.